ist also das Sanctum-Stadion. Täusche ich mich oder ist die Luft hier wirklich ziemlich abgestanden? Oh, hier ist es wirklich unheimlich. Selbst ich bin hier noch nie gewesen. Soviel ich weiß, sind nur sehr wenige unversehrt von hier zurückgekehrt. Dort wartet das Team, das noch besser spielt als das ewige Licht und die uralte Finsternis. Los, gehen wir! Seid ihr bereit? Bist du auch bereit, mein perverses Moritzlein? Ja, ich bin auch bereit, mein perverser Sebastian. Okay. Naja. Also direkt verkackt. Nein, jetzt bin ich Cutscene schon wieder. Juhu. Oh. Nein, nicht der. Willkommen im Stadion von Sanctum. Wir haben schon auf euch gewartet, Mannschaft von Raimon. Gestattet mir, euch euren Gegner vorzustellen. Euren Untergang. Die ultimative Mannschaft. Zero. Tescat und Weilum? Das ewige Licht vereint mit der uralten Finsternis. Die ultimative Mannschaft. Licht und Finsternis. Das ist also ihre Stärke. Es war von Anfang an ihre Absicht, diese Mannschaften zu vereinen, um die ultimative Elf zu schaffen. Ja, sehr scharfsinnig. Tatsächlich waren sie gewissermaßen Gegenpole. Licht und Schatten, Ordnung und Chaos. Nur durch das Vereinen dieser Gegensätze konnte die ultimative Mannschaft geschaffen werden. Zero. Auch eure Ankunft auf dieser Insel war ein Teil unseres Plans. Je härter ihr gegen uns gekämpft habt, desto stärker wurden wir. Ihr habt euch geopfert, um uns Überlegenheit zu verschaffen. Was? Ja, Tescat! Genug! Lasst uns das Spiel beginnen! Diese letzte Schlacht wird der Abschluss von Projekt Zero. Bring den wahren Fußball zurück. Das ist unsere Aufgabe und das werden wir natürlich auch tun, denke ich mal. Ja. Lieber Sebastian. Licht und Finsternis, das sieht man auch hier auf dem Spielfeld. Da die helle Seite, da die dunkle Seite. Okay, okay, ich bin gespannt. Ist aber schon irgendwie so ein bisschen komisch, finde ich. Was denn? Also, ja, nur das Design, aber gut. Na, passt. Fotografieren. Spielst du eigentlich gerade auf Schwarz oder auf Schwarz, auf Schatten oder Licht? Nee. Glaubst du, das tue ich mir jetzt an? Mit okay, meinem unterlevelten Team. Wie gesagt, habe ich ja noch nicht schon wieder. Okay, zweimal das gleiche fotografieren. Nur in einer anderen Farbe. Oh, naja, ich werde natürlich alles da erkunden und ja, ist das Symbol, was man da sieht? Oder? Nee, sind irgendwie Lichter da unten. Naja, egal. Okay. Irgendwie, ja. Wir starten doch mal die Gesprächsphase. Hallo. Gesprächsphase, ja. Hallo, jetzt mach doch, komm. Heute geht es weiter, ne? Hallo und herzlich willkommen. Keine Ahnung, was das soll. Mach einfach weiter, sonst verschwinden alle. Ja, sonst ist es ein bisschen bescheuert hier. Naja, ich habe keine Ahnung, wie lang das dauern wird. Was? Ja, diesmal bin ich jetzt auch mal wieder dabei, weil das letzte Mal, als ich da war, sind wir auch hier stehen geblieben ungefähr. Ach ja, und ja, weil Moritz dabei ist, wird's wieder pervers, also ja. Ja, von wegen, du bist auch der kleine Perversling hier. Naja, los quasseln wir mit denen. Ja. Ich glaube, die reden eh von alleine, glaube ich. Naja, mal schauen. Wird's wahrscheinlich. Jack, du warst auf der Toilette, ja? Na, Moritz, warst du auf der Toilette? Ja, du auch, habe ich gehört. So. Ja, das Spiel weiß, was wir gemacht haben. Das ist ein kleiner Insider, ne? Das Spiel weiß, was wir gemacht haben, ne? Nee, aber das ist auch wirklich was mit diesem Jack Warside da. Da muss man die vorherigen Teile gespielt haben, um das zu kapieren. Also, hat er in die Hose gemacht in den Spielen oder was? Nee, da hat sich immer vor den Spielen, da hat er sich immer eingepisst, ungefähr. So. Oh mein Gott. Warum immer die Dummen? Und warum immer die Dicken sind die Dummen? Keine Ahnung. Egal. Und du, Arian? Ja, Trainer.
Gut, dann los. Zeigt ihnen, was Raimon auf dem Kasten hat. Oh, ach, Eowyn, das tut auch mal wieder gut, Eowyns Stimme zu hören. Mein Liebling. Ich bin vergeben, Moritz. Leider. Schade. Eowyn ist mein Schätzchen. Im Gegensatz zum letzten Mal ist das Bild sogar relativ flüssig. Finde ich cool. Naja, ich spiele natürlich. Du hast ja das vorher gefragt. Ja, auf Licht natürlich. Mit meinem Team. Nicht mit dem unterlevelten Team aus Schatten. Und da kann ich euch jetzt einmal das Team zeigen. Aufstellung so. Jetzt habe ich nicht gewusst, wo. Naja, das Team habe ich ausgewählt. Ich wollte nicht zu viele neue Gesichter. Überwiegend wollte ich von der Raimon, von der Mannschaft haben. Da, in der Mannschaft. Nur, dass 3-4 neue sind dabei. Ja. Also so. Natürlich wieder Arian. Ja, natürlich. Und jeder außer Wan Li hat einen Kampfgeist. Boah, Wan Li, ey. Naja, da die Torte und auch Lightning natürlich. Das dann. Ja, Victor. Das muss einfach. Das Victor muss ist einfach. Klar. Und mein anderes Schätzchen. Naja, nicht so Schätzchen wie Erwin, aber trotzdem mag ich ihn. Lucien. Ja. Das ist ja gar keine von meinen Spielern dabei. Du bist doch unwichtig. Naja. Ja, jetzt habe ich keine Lust mehr. Ersatzspieler. Jean-Pierre Labeu. War das gut gesprochen? Nein. Mann. Naja, ja. Das ist das Team. Muss ich eh nicht vorlesen. Wer sind diese Spieler? Naja. Okay. Du darfst. Wir haben ja mit euch gesprochen, also warum soll ich nochmal mit dir sprechen? Jetzt kannst du ihn vorlesen. Darf ich das? Ja. Nee, du bist der Dicke, du musst ihn vorlesen. Und natürlich in dieser dummen Stimme. Habt ihr euch nochmal die Gegend vollgeschlagen, bevor wir hierher gekommen sind? Leere Mägen sind nämlich schlecht, und warum muss genau das der Fette sagen? Also so diskriminierend, dieses Spiel. Ach. Hallo, Chauvne. Zero ist wirklich nicht ohne. Wir müssen sie den Clown von Fifth Sector entreißen. Und zwar schnell. Genau. Beim Fußball geht es um mehr als nur ums Gewinnen. Das hat Mark mir vor langer Zeit beigebracht. Jetzt sind wir dran. Ach, und ich bin wirklich auch gespannt, wenn ich auf die älteren Spiele werde ich ja auch mal Let's Playen. Was hinter diesen Figuren alles steckt. Tja, es wäre eigentlich besser gewesen, hättest du vorher gezockt. Aber das konntest du ja nicht wissen. Ja. Aber ich bin irgendwie froh. Da konnte ich Eowyn. Eowyn. So konnte ich ihn entdecken. Mein Schätzchen. Meine Liebe. Ich mochte Mark früher lieber. Aber gut, das ist Geschmackssache. Eowyn. Eowyn. Jetzt red doch endlich mal mit Nathan. Nathan! Jetzt kannst du ihn reden. Alles darf ich? Ja. Mir fällt aber keine Stimme ein. Ist egal, sprich einfach. Ja, ich rede normal. Mark Evans hat mir vor langer Zeit geholfen, als ich in einer Art Krise wegen meiner fußballerischen Fähigkeiten steckte. Aus diesem Grund möchte ich den Kindern helfen, die jetzt in der Patsche sitzen. Ich möchte ihnen den wahren Fußball vermitteln. Den wahren Fußball. Den wahren Fußball. Da muss ich jetzt irgendwie wieder an dieses ganze Red Bull. Das möchte ich jetzt nicht besprechen. Aber nur angemerkt, gestern war Europa League die letzte Runde, also Gruppenphase. Und Red Bull, also Red Bull Salzburg, 21 Treffer insgesamt. Also so böse kann Red Bull nicht sein. Wenn so ein attraktiven. Doch, total böse. So einen attraktiven Fußball zeigen. Naja. Und? Komm, jetzt reden wir weiter hier. Wer bist du? Stonewall. Was für ein gruseliger Ort. Mehr hat er nicht zu sagen. Nö, mit Schaf geht's weiter. Mit Schaf. Schaf. Mit dem Schaf geht's weiter. So, aufgepasst. Keine Alleingänge, klar? Ihr seid eine Mannschaft. Also spielt zusammen. Ja, hört auf Jude. Es ist gut, wenn man weiß, dass die Mitspieler einen immer unterstützen. Ist dir das erste Mal, dass man sowas von dir hört, Stonewall? Na und? Ich darf doch wohl auch mal ab und zu was Nettes sagen. Ooh.
Oh. Na, willst du noch zusammenfassen, wer dieser Baylong noch einmal ist? Baylong und Tezcat? Ja. Ja. Die kommen nur in Licht vor, also... Ja, Persönlichkeiten, weißt du noch die Story dahinter? Bei Baylong war es irgendwas mit Victor und bei Tezcat war es was mit Arion. Ja, irgendwas. Ja, ich kann das naja, nicht alles sagen. Irgendwie Baylong, ich weiß jetzt, ich habe mir da auch jetzt nicht so Gedanken gemacht, aber nur so vorsichtshalber, dass ich es noch einmal erkläre. Baylong war ja irgendwie so der Rivale von Victor. Fifth Sector. Waren ja beide Fifth Sector. Und irgendwie ist er angefressen, weil Victor ihn verraten hat. Mehr steckt, glaube ich, nicht dahinter. Aber Tezcat, der ist schon etwas interessanter. Irgendwie hat der was berichtet von einem Jungen. Naja, Erwin. Tezcat ist Erwins Träumen immer aufgetaucht am Anfang. Irgendwie so. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Und die waren immer auf dem Sanktum. Und da haben sich die beiden immer unterhalten. Und da hat er mal dann so eine Story erzählt von irgend so einer alten Sekte, so einem, wie sagt man so, alten Stamm. Die, glaube ich, irgendwie Menschen geopfert haben oder sowas. Ja, und naja, in diesem Stamm wurde halt alles geregelt über Fußball. Also wenn man den Fußball gewinnt, dann hat man Recht oder sowas. Und ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau warum, aber irgendwann haben sie angefangen, Mädchen, also junge Frauen, Mädchen, rauszuschicken ins Meer, also so verbannen, warum auch immer, ich weiß nicht mehr. Und da hat er halt von einem Jungen erzählt und von seiner kleinen Schwester. Die war eben betroffen und ja, das ein Fußballspiel soll eben regeln, soll jetzt seine Schwester weg oder von das Mädchen von irgendwie von anderen Typi. Und weil er so Angst gehabt hat, dieser Junge wollte die anderen bestechen, das andere Team, irgendwie so, und das haben die anderen dann mitgekriegt und dann wurden beide verbannt. Und das hat sich so angehört, dass das er war, also dieser Tezcat, weil dann in Schatten noch so eine Szene mit seiner Schwester war. Naja, und deswegen meint er irgendwie immer so, nur wer Macht hat, darf Fußball spielen oder irgendwie so. Oder irgendwas. Und jetzt keine. Start doch einfach mal. Ja, wir ja, haben nur. Viel zu viel Zeit verschwendet beim Labern. Es gibt ja, nur vorsichtshalber, weil. Ja. Schatten. Ja, kennst du das Spiel von Schatten? Nein, oder? Nee. Okay. Aber jetzt spiel doch einfach. Kein Stress. Fußball bestimmt den Wert eines Menschen. Wer nicht gewinnen kann, der kann auch niemanden beschützen. Ja, das quasselt dir halt dauernd. Genau, das hast Schatten. Du gerade gemeint, ne? Ja. Genau das. Naja. Arion, kannst du jene beschützen, die dir am Herzen liegen? Tezcat, ich... Victor, ich habe den Tag herbeigesehnt, an dem ich endgültig meine Rechnung mit dir begleichen kann. So, hast du das, ja? Lasst uns euch die Macht demonstrieren, die wir durch langes und hartes Streben erlangt haben. Leute, ich zähle auf euch. Zeigt denen, was Raimon wirklich kann. Ihr seid wirklich unsere Nachfolger. Die neue Raimon-Mannschaft. Habt ihr verstanden? Ja, Trainer! Trainer Evans, Freunde, ich werde euch nicht enttäuschen. Wir nehmen die Herausforderung an. Wir vertreten Raimon und wir sind stolz darauf. Das schaffen wir. Es wird Zeit, den Fußball zu befreien. Das letzte Match. Ich bin gespannt, welche Musik. Bereit. Ja. Es ist was? Bereit. Nur 65? Naja. Hätte das unterlevelte Team nehmen können. Was? Das unterlevelte? Ach. Nein! Nein! Oh mein Gott. Das ist das falsche Team genommen. Warum ist das Story-Team? Oh. Nee. Oh mein Gott, das ist... Naja, ist halt so. Das ist jetzt unser neues Team. Alter! Das lief ist ja das super mit dem Teamauswahl. Mann! Ich könnte Soul nach oben tun, statt ein Gato, weil das ist Verteidiger hier. Naja, wer ist ein Ersatzbank?
Oh mein Gott. Evans, Mark Evans. Können wir da auswechseln? Nee. Okay, dann ist das unser neues Team. Warum denn? Sonst kann man ja immer auswählen. Kannst du vielleicht Axel reintun oder welches Level hat der? Man kann jetzt nichts machen. Was Axel? Nee. Du kannst jetzt Axel nicht reintun? Na. Erst wenn irgendwie eine Pause ist oder so. Ja. Okay. Mach rein. Oh. Ja, okay, ja. Nicht. Was? Mann. Was willst du? Man kann nichts umstellen. Oh. Ach so, ja. So Info. So. Das sind ja nur die Infos, du Spast. Das musst du noch sagen. Ja, durchlesen müssen wir. Oder die Schatten. Nein. Ich gehe die kurz nur so durch. Falls jemand wirklich interessiert, dann kann er stoppen. Ist da eine Spinne gewesen? Ist da eine Spinne gewesen? Naja, aber die haben wir ja schon alle gesehen in meinem Let's Play. Okay. Ja, toll, oder? Okay, okay. Mal schauen. Hoffentlich ist das nicht wieder so Lauf im Kreis und krieg 1000 Tore oder sowas. Ja, naja. Denke ich nicht. Mal gespielt. So, jetzt könntest du aber, glaube ich, auswechseln, oder? Wie war das? Ja. Ich glaube schon. Aufstellen. Ja, auswechseln möchte ich jetzt noch nicht. Jable. Warum möchtest du nicht auswechseln? Das macht auch gar keinen Afrikaner. Ja, warum denn? Ich habe nur 3. Vielleicht brauche ich später noch was. Axel würde vielleicht... Ist doch egal. Mach keinen Stress, Junge. Mann. Ach, ist das nicht schön. Erwin und Soul. Verlieren, ja, dann... Was? Wenn wir wegen dir verlieren, dann ist das alles deine Schuld. Wie viel Levelunterschied? 30. Das war ein total cooler Satz. Ich habe eh nichts aufgepasst. Es ist gerade wieder schön lang, das heißt, ich habe wieder so eine schöne Dia-Show. Haha. Aber wirklich, 65, das ist ja nix. Ich habe mir wirklich erwartet, irgendwie Level 90 oder sowas. Tja, okay. Und du lagst ein bisschen, oh mein Göttchen. Naja. Oh nee. Das ist natürlich doof. Dann hört man ja meine super tolle Stimme. Nee, das ist immer so nervig, wenn die durchrennen mit ihren Kampfgeistern. Aber den ist er bald los. Juhu! Schau, so yay, gut! Rain. So gut, Rainyline. Moment. Nein, das war kein. Okay. Ich überstürze nicht. Und unser Ocho Lightning hat auch einen Kampfgeist. Poseidon. Und ich glaube, Axel, der hätte zwar einen Kampfgeist. Aber ich glaube... Ich habe ihn irgendwie so entfernt. Keine Ahnung. Ja, ich habe mal von jedem den Kampfgeist entfernt und habe eigentlich nur mein Team, was ich da vorbereitet habe, nur den Kampfgeister verteilt und sowas. Naja, ist egal. Juhu, wir sind so jedenfalls. Ich glaube, das wird überhaupt nicht schwierig. Ich könnte die Taktik anwenden, die ich bei meinem Schattenpart verwendet habe. Oh. Bailon, jetzt! Was denn? Was machen die? Juhu! Exodus! Den darfst du reden! Achso, Moment. Ja, zeigen wir ihnen unsere ultimative Macht. Ah. Schrei einfach heraus! Juhu, die nee. Zwei! Was, Artus? Woher kommt der jetzt? Woher kommt jetzt der andere Kampfgeist? Oder haben die fusioniert oder sowas? Ja, haben sie. Naja, du darfst Bailon sprechen. Werde Zeuge der Verbindung unserer Kampfgeister, Artus, Paladin des Lichtes. Eine Kombination aus weißen Drachen und Exodus? Ja! Ja! Und warum darf Bailon den einsetzen? 300! Schau dir mal die Wertung an. Oh Gott. Naja. Und wenn warum nicht Teskat, hä? Wahrscheinlich im anderen, bei Schatten wäre vielleicht Teskat der Spieler gewesen. Mal schauen, wer hat den besten Kampfgeist? Artus. Okay.
Oh, das ist mir doch etwas brenzelig. Jetzt rennen die immer zu zweit, das nervt immer so, wenn die zu zweit rennen. Weil ich glaube, das beeinflusst das auch ein bisschen. Obwohl. Aber auch nur ein bisschen. Komm schon, und warum darf ich eigentlich Kampfgeister nur jede 10 Sekunden anwenden? Und die, alle 2 Sekunden oder so. Am besten. Wen soll ich denn? Vielleicht soll ich lieber einen Verteidiger? Man muss ja beachten, das ist ja ein Luftspieler. Jetzt bei Long. Und ja. Wir wären schwach dagegen mit unserem Margin. Ach, kacke. Ich riskier's. Oder wo ist denn Gabi? Nein. Boah, Mann. Das hat jetzt voll Sinn ergeben, was ich herumgequasselt habe. Lieber auf Sicherheit. Ja, Gabi wäre eh hinten. Naja. Mann, die rennen immer gut. Oh. Überirdische Hand. Wer gewinnt? Der setzt nicht mal... Okay, wenn er meint. Schuss abblocken, den sollten wir eigentlich haben. Ja. Schuss abgeschwächt. Und jetzt... Aber jetzt müsste er ihn eigentlich bekommen. Ja, mit Sicherheit. Ja, sonst wäre es wieder verarsche und unfair. Das Spiel ist ja, unfair. Oder? Okay, nach vorne. Die haben kaum eine Verteidigung hinten. Und jetzt schießt. Ich hab aufs Tor geklickt. Mann. Manchmal. Nee, du willst ein Tor schießen? Nee, warum denn? Ey, Alter, dann wäre das Spiel ja viel zu einfach. Mach das doch viel schwerer. Ja, ja, aber trotzdem. So schwierig scheinen die nicht zu sein. Schade eigentlich. Komm schon. Warum hat der Schiri eigentlich die Abseitsregel immer noch nicht kapiert? Die haben da kaum eine Verteidigung hinten. Da glaube ich jetzt immer so. Du kannst nicht einfach so nach vorne spielen. Doch. Nein. Doch. Nein. Da. Nein. Okay, mal schauen. Okay. Der ist Gott, was machst du da hinten? Aber unsere Torte ist natürlich besser. Ja. Stirb, Deskart, stirb! ja, komm schon. Obwohl, Feuer gegen Boden ist jetzt nicht so gut. Aber Soul, Soul, aber du bist ein guter. Übrigens eine Schusstechnik aus dem vorherigen Teil. Haha. Erzähl uns mehr von früher. Mann! Ja, also... Diese Schusstechnik, Meteorklinge, gehörte mal Javier oder Xavier oder wie der auch immer heißt hier im Spiel. Xavier! Oder genau Xin. So oder Xavier oder sonst was. Ja, Xin hieß er und Javier irgendwie. Ganz komisch war das. Voll komisch. Der hat irgendwie 2 Namen gehabt. Er tut doch mal den Excel rein. Komm, Excel. Für wen denn? Für Rain vielleicht? Ja, für Rain. Jetzt haben wir 2. Obwohl, wir haben ja einen Bodentypi als Tormann drüben. Mit 2 Dingern vorne. Aber man hat Axel bei dir noch nie auf dem Platz gesehen. Ach komm, gib doch Axel mal sein Debüt. Doch, den habe ich einmal eingesetzt. Ja toll, habe ich nicht mitbekommen. Das ist viel zu wenig. Die Rain, die ist doof. Was? Ne, Rain? Oh. Oder doch? Oder nein? Oder doch? Ich weiß nicht. Oder Soul? Nein. Soul darf drinnen bleiben. Rain, nix gegen dich. Er hat mich gezwungen. Axel ist einfach besser. Geh weg, Rainbow. Ist kacke. Gut. Alter, lass ihn Ruhe. Jetzt habe ich schon mal hier wieder eine Beleidigung rausgehauen. Ja, das gegen ein Kind. Ich zeig dich bei der Polizei an. Und ach, der so. Verliert, glaube ich, jetzt seinen Kampfgeist. Das war wirklich also, imposant von denen. Auch noch nicht. Was hast du gesagt, Junge? Nichts, alles gut. Alles gut, keine Sorge, Sebastian. Ja, man muss aufs Tor klicken, um zu schießen, aber manchmal registriert das nicht, weil Baum. Weil es lustig. Man spielt einfach keinen Bock darauf, ne? Komm schon, Sonnenstrahler, ist das auch von früher? Nee, Sonnenstrahler ist in diesem, glaube ich, zuerst vorgekommen. Mein Lexikon, mein Inazuma 11 Lexikon. Und das ist das 2:0.
So, Triton-Torpedo. Ja, ja, was ist jetzt mit Oppo? Er hat alle beide Tore geschossen, ich sag's nur. Ja. Obwohl, der ist ja noch nicht drin, aber der geht wahrscheinlich rein. Ja, ja, Viperbiss. Oh, Viperbiss. Viper. Langweilig. Jetzt hab ich schon gedacht, der hat ihn aufgehalten. Ja, weiter so! Da, weiter so! Der 2:0. Ach du Scheiße, das ist viel zu einfach. Viel zu einfach. Ich kann's auch mit meinem Schattenteam probieren, obwohl das ist eher langweilig. Ja. Weil ich würde da wieder hinten herumpassen und auf meine Chance warten. Naja. Übrigens ein lustiger Part, wie du das versucht hast, da alles. Ja, anders geht's nicht. Hab ich mir das angeguckt. Hä? Natürlich habe ich mir angeguckt. Natürlich. Ein treuer Gucker. Natürlich, gell? Okay. Naja, anders geht's nicht, wenn man völlig unterlevelt ist, weil das Spiel ist einfach unfair. Oh, faul. Ja, hast du nicht richtig gespielt? Ja, ich hab voll gefaul. Und Ocho hat zweimal in der 10. Minute ein Tor geschossen. Ach so. Los, Luftikus! Sogar Luftikus kann er. Airwyrn steckt in Ocho Lightning drinnen. Ja. Ist das nicht schön? Naja, ich hätte mir eigentlich doch etwas mehr von dem Team erwartet. Oh, Spezialtechnik. Wahrscheinlich wieder so schwarzer Donner, der uns entweder langsamer macht oder sie schneller. Aber oder das ist jetzt nicht so schlimm. Oh! Wir haben eine dritte andere Taktik. Okay, Zero Water. Okay, dann war es was anderes. Hat sich aber überhaupt nicht ausgezahlt. Klingt auch total nichts. Also was sind das für Techniken? Ja, sie haben mir den Ball abgenommen, aber... Der Atlantis-Darm regelt das. Ja. Beziehungsweise regelte Vergangenheitsform. Ja. Nochmal, um ein bisschen Grammatik zu üben hier. Denn wir haben ja einen Lernauftrag. Schwarze Asche! Das ist die Spezialtechnik von Testcut, glaube ich. Toh! Ja, ist... ist das nicht ein Schlag ins Gesicht von Zero? Mit der eigenen Technik schießen wir jetzt ein Tor. Ja. Und es ist einfach drin. Das ist viel, viel zu einfach, ey. Ja, ey. Warum bist du denn so ein verdammt guter Trainer, ey? Ja, ey, ich bin verdammt gut. Wie unschön. Ja. Wie unschön. Das sage ich auch, wenn ich mich aufrege. Wie unschön. Wenn ich mich aufrege, sage ich ganz andere Dinge. Fäkale Dinge. Was? Fäkale? Ja. Kacke, Kot! Und jetzt, warum setzt der jetzt sein Kampfgeist ein? Ey, das ist total unnötig. Beziehungsweise irrelevant inzwischen geworden. So ein Kot aber auch. Ja, ja, da zeigt das Laurel-Schätzchen, was er drauf hat. Lauft nach vorne. Das ist viel zu einfach. Los! Schießt den Tor. Auch wenn es nicht mein Team ist, was ich da jetzt verwende. Also, es ist schon meins, aber nicht das, was ich geplant habe. Das ist doch ziemlich einfach. Ja, ich habe mir auch mehr erwartet. Oder kriegen jetzt doch ein Tor. Oh, obwohl, nein. Den halten wir auch. Ja, weil wir haben noch eine Spezialtechnik übrig. Mit unserem Kampfgeist, aber... Naja, mal schauen. Kein Kampfgeist mehr, das hat sich jetzt voll genug, den rauszuholen. Naja, ich freue mich aber auf den Film. Auf dem Film, da ist sicher alles viel spannender. Ja. Hast du den Anime gesehen? Nee, hab ich nicht. Warum denn? Oh. Es ist vorbei. Boah, das war schwer. Ja, war total schwer. 3:0. Wirklich. Wir haben verloren. Wie unschön. Juhu, gewonnen. Oh mein Gott. Juhu. Juhu, schwer. Oh, Level aufsteig hier. Naja. Und Zero Trikot habt ihr bekommen. Yeah. Wir geil. Haben verloren. Ja, ihr habt verloren. Aber wir waren doch die perfekte Mannschaft. Oder etwa nicht? Mein ganzes Leben habe ich dem Streben nach unendlicher Macht gewidmet und dennoch. Bailong, ihr versteht nicht, worum es beim Fußball wirklich geht. Man spielt Fußball nicht, um stärker zu werden. Fußball schafft Freundschaften und gibt Selbstvertrauen. Das ist die wahre Stärke einer Mannschaft.
Das macht den Fußball so wunderbar. Du glaubst also, was wir wollten, all unser Denken war fehlgeleitet? Aber was ist Fußball ohne Macht? Wie können wir so irgendeinen Wert haben? Fußball sollte nicht den Wert eines Menschen bestimmen. Fußball baut einen auf, wenn man traurig ist. Er gibt Kraft, macht einen froh. Und er soll Spaß machen. Spaß machen? Nun, da du es erwähnst, es gab eine Zeit, als ich Fußball zum Vergnügen spielte. Es ist so lange her. All die Jahre strebten wir nur nach grenzenloser Stärke, wie es von uns verlangt wurde. Aber vielleicht lagen wir falsch. So ein Humbug! Zero, erhebt euch wieder! Stellt euch Raimon erneut! Nehmt sie auseinander! Ah! Hört ihr die Zuschauer? Was hört ihr da? Ich höre Jubelrufe. Sie freuen sich über unser Spiel? Genau. Fußball soll fröhlich sein. Wie dieser Jubel. Es war ein tolles Spiel. Oh. Unser schönes Sanktum. Es ist aus. Victor, wenn wir uns erneut gegenüberstehen, werde ich siegreich bleiben. Versuch es doch. Arion, ich wollte dir klarmachen, dass Fußball die Stärke eines Menschen zeigt. Aber dann hast du mir etwas gezeigt. Nun weiß ich, dass Fußball Spaß machen sollte. Ich danke dir. Aber nicht doch. Du hast mir auch geholfen, stärker zu werden. Also danke dir. Ich freue mich sehr. Bitte nimm dies als Zeichen meiner Freundschaft. Yay. Yay, ein Item. Yay. Tschüss. Diese pure Freude. Die neue Raimon-Mannschaft ist wirklich ziemlich gut. Klar, aber wir waren trotzdem besser. Wir haben einfach mehr erreicht, finde ich. Ha, die Armen. Denen fehlt einfach ein unbändiges Supertalent, wie ihr es damals hattet. Träum weiter, Caleb. Das Wichtigste ist, dass der Geist von Raimon niemals sterben wird. Ja, Raimon und der Fußball werden niemals untergehen. Tschüss, Tescat! Es war wirklich ein Riesenspaß, mit dir Fußball zu spielen. Vielen Dank, Arion. Leb wohl. Ein Geist. Sie sind Geister. Oh nein! Ruf die Ghostbusters. Geist. Oh. Beide verschwunden. Und das war's. Das war's. Tschüss. Tschüss.